Hallo ihr Lieben, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der SRDP-Aufgabe mit der Nummer 1039. Fangen wir an. Gefragt ist, wie viele verschiedene reelle Nullstellen eine Polynomfunktion dritten Grades haben kann. Und wir sollen zusätzlich noch die verschiedenen Lösungsfälle grafisch darstellen. Pausiere bitte das Video und versuche es selber. Okay. Fangen wir an. Aus dem Fundamentalsatz der Algebra wissen wir, dass eine Polynomfunktion dritten Grades maximal drei Nullstellen haben kann. Das schaut grafisch so aus. Wenn wir jetzt diese Funktion zum Beispiel nach oben verschieben, dann können wir auch erreichen, dass wir genau zwei Nullstellen haben. Und schieben wir diese Funktion weiter nach oben, dann können wir auch eine haben. Das ist auch das Minimum, das eine Funktion dritten Grades haben kann. Also wissen wir jetzt, eine Polynomfunktion dritten Grades hat mindestens eine und höchstens drei Nullstellen. Damit sind wir auch schon fertig.